Willkommen zum Duell zur Wahl von Jugend prägt, wo junge Politiker über eure Themen diskutieren. Heute geht es um Bildung, ein Thema, mit dem viele von euch wahrscheinlich täglich konfrontiert sind. Bildung ist ja Ländersache, das heißt, bei der nächsten Landtagswahl steht ordentlich was auf dem Spiel. Und heute will ich darüber diskutieren mit Stefan Gruner. Er ist Landesvorsitzender der Jungen Union und er stellt sich für die CDU zur Wiederwahl in den Landtag. Und Georg Buder, der Jugendkandidat der Linkspartei, ebenfalls für den Landtag. Wir wollen darüber sprechen, mit welchen bildungspolitischen Ideen ihr in die Wahl geht und was gut läuft, was ihr anders machen wollt. Deswegen, Georg, zuerst 30 Sekunden für dich. Was habt ihr vor? Womit tretet ihr an? Ja, ganz lieben Dank erstmal für die Einladung. Bei uns ist es tatsächlich ein Maßnahmenpaket, was wir uns vorstellen. Ich glaube, es wissen alle, dass Bildung gerade in Thüringen ein relativ großes Thema ist. Und ich glaube, für uns ist erstmal ganz wichtig, dass wir für eine Demokratisierung der Schulen eintreten. Das heißt, dass Schüler, die Expertinnen ihrer Lebenswelt sind, tatsächlich auch mitentscheiden können, wie Schule gestaltet wird. Wir treten dafür ein, dass Chancen und Möglichkeiten für tatsächlich alle Schüler gleich sind. Und für uns ist natürlich auch wichtig, dass eine Schule wohnortnah in der Nähe von den jungen Menschen ist. Genau. Stefan, du bist dran. Ja, also Unterrichtsausfall ist das größte Problem in Thüringen. Jedes Jahr fallen in Thüringen 500.000 Unterrichtsstunden aus. Das bedeutet, dass Schüler nicht ausreichend für die Zukunft vorbereitet werden und deswegen müssen wir dieses Thema angehen. Es kann nicht sein, dass Unterricht ausfällt. Wir müssen mehr Lehrer ausbilden und mehr Lehrer einstellen. Und der zweite wichtige Punkt, kurze Beine, kurze Wege, ist unser Prinzip. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass Schulen auch in der Fläche, in den kleinen Orten bleiben, damit Schüler auch gut zur Schule kommen. Stefan, du hast den Lehrermangel gerade angesprochen. Nun stellt die Landesregierung ja schon Lehrer ein. Sie hat ein eigenes Programm dafür, wo allerdings noch 341 Stellen frei sind, weil es schlicht keine Bewerber gibt. Also die Frage ist ja, was kann Thüringen tun, um attraktiver für angehende Lehrer zu werden? Ja, ich glaube, es gibt eigentlich zwei Dinge, die getan werden müssen. Das erste ist, wir müssen mehr Lehrer ausbilden, dann gibt es auch mehr Lehrer auf dem Arbeitsmarkt. Wenn man sich mal anschaut, in Thüringen scheiden im Moment jedes Jahr 1000 Lehrer aus, aber Thüringen bildet nur 500 aus. Und das zeigt, wo der Handlungsbedarf ist. Die Landesregierung ist gefordert, da einfach mehr zu tun. Und das zweite, das kostet gar kein Geld, ist relativ simpel. Man muss den Einstellungstermin vorverlegen. Bayern beispielsweise macht den Lehramtsabsolventen viel eher eine Zusage und dann sagen die natürlich, gut, dann gehe ich als erstes dorthin. Aber ich finde, wir müssen sehr frühzeitig auch den Leuten signalisieren, hey, wir wollen dich. Und deswegen ist es wichtig, dass der Einstellungstermin für neue Lehrer auch entsprechend angepasst wird. Von eurer Seite, gibt es da Ideen, um weiter dafür zu sorgen, dass Lehrer sich in Thüringen bewerben? Ich glaube, erstmal so ein grundsätzliches Ding ist, in dieser Legislatur wurde das Bildungsgesetz verabschiedet mit dem Kooperationsgebot, was halt heißt, dass kleine Schulen, die jetzt nur noch zum Beispiel im ländlichen Raum ganz wenig Schüler haben, die aber noch ein Potenzial an Lehrern haben, dass die mit anderen Schulen kooperieren und sagen, okay, wenn wir zu viel Lehrer oder noch dort Kapazitäten haben, dann kooperieren wir mit der Schule im Nachbarort und sagen, dann tauschen wir uns so aus und versuchen den Unterrichtsausfall zu kompensieren. Zum Thema Ausbildung Lehrer, ich glaube, da kann man erstmal sagen, dass man niemanden dazu zwingen kann. Man kann natürlich die Möglichkeiten und Anreize in Thüringen setzen. Was zum Beispiel gemacht wurde, ist, dass die Gehälter von Regelschullehrern angeglichen wurden an die von Gymnasiallehrern. Es gibt Maßnahmen, dass man jetzt irgendwie dahin schaut, Lehrer weiterzubilden. Das heißt, dass sie für Drittfächer qualifiziert werden. Und ich glaube, ein ganz grundsätzliches Problem in Thüringen ist einfach, generell sind die Löhne zu niedrig und die Arbeitszeiten zu hoch. Und das ist ein Problem, was sich mittlerweile seit Jahrzehnten anstaut, woran einen Anteil auch die CDU hat. Und ich glaube, jetzt müssen wir uns daran aufmachen, das sukzessive aufzuarbeiten. Wobei, ich will gleich einen Widerspruch machen. Also ich glaube, unser Problem ist nicht, dass Lehrer zu wenig verdienen, weil die Gehaltsstufen sind ja bundesweit ähnlich. Also da gibt es ja jetzt keine riesigen Unterschiede. Ich will das nochmal sagen. Klar muss sich jeder selber entscheiden, so einen Beruf zu wählen, aber ich muss ja erstmal die Ausbildungskapazitäten zur Verfügung stellen. Und da haben wir einfach in Thüringen viel zu wenig. Und wenn jetzt gesagt wird, naja, wir haben das Schulgesetz angepasst, damit Schulen besser kooperieren können,
Das zeigt ja auch, dass am Ende da nur rumgedoktert wird, aber das eigentliche Problem nicht gelöst wird, weil wir brauchen nicht weniger Schulen und Schulen, die zusammengelegt werden, sondern wir brauchen mehr Lehrer. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Aufgabe. Und wenn ich einfach sehe, dass die jetzige Landesregierung in den letzten 5 Jahren 5 Milliarden Euro mehr an der Landeskasse hatte, dann frage ich mich, ist das eigentlich bei den Schulen angekommen? Mein Eindruck ist, das merkt man nicht wirklich. Möchtest du noch was erwidern? Ich kann nur sagen, man kann die Anreize setzen, das wurde getan. Ich glaube, du hast es auch schon nochmal erwähnt, dass die jetzige Landesregierung deutlich mehr Lehrer eingestellt hat als die CDU im Vorfeld. Die CDU bis 2014 noch in der Regierung war und ich glaube, das Problem wird tatsächlich jetzt angepackt. Und was sich so aufstaut mit der Überalterung der Lehrer, das sind ja Probleme, die nicht erst jetzt entstanden sind, sondern die sich über lange Zeit schon angestaut haben. Und was Rot-Rot-Grün wieder eingeführt hat, ist die Verbeamtung von Lehrern. Würde die unter einer CDU-Regierung fortgesetzt? Das haben wir ausdrücklich unterstützt, finde ich auch richtig. Gerade wenn man mehr Geld in der Landeskasse hat, macht es Sinn, auch die Bedingungen für die Lehrer zu verbessern. Und wenn rings um uns herum alle anderen Bundesländer Lehrer verbeamten, müssen wir es natürlich auch tun, damit Lehrer zu uns kommen. Es geht ja nicht darum, alles zu kritisieren, sondern das, was richtig ist, das unterstützen wir. Und was schiefläuft, das sprechen wir auch an wie den Unterrichtsausfall. Ein weiteres Thema, was viele bewegt, ist das Thema politische Bildung in der Schule. Es gibt beispielsweise den Thüringen-Monitor, das ist eine jährliche Studie, wo die politische Einstellung der Thüringer erhoben wird, wo immer wieder klar wird, dass es doch ja, ein bisschen Defizite im Verständnis, im Vertrauen auf die Staats- und Demokratie herrscht. Und wo halt viele Leute sagen, es wird Zeit, dass man schon früher in der Schule jungen Leuten vermittelt, was es heißt, in einer Demokratie zu leben. Habt ihr da Antworten auf diese Forderungen, Stefan? Also erstmal glaube ich, wenn man sich so das politische Umfeld anguckt, ist in der Tat politische Bildung wichtiger denn je. Ich persönlich könnte mir vorstellen, das haben wir als Junge Union auch schon vorgeschlagen, dass man beispielsweise den Sozialkundeunterricht eher beginnt. Aber ich glaube, das ist nur ein Teil der Antwort. Am Ende geht es auch nicht nur um Schule, sondern geht es generell darum, dass man bürgerschaftliches Engagement stärkt, dass man Jugendarbeit stärkt, dass man Vereine stärkt. Also ich glaube, es ist eine breite Palette, aber klar, es wäre ein Ansatz in der Schule mit der politischen Bildung eher zu beginnen beispielsweise. Insbesondere deswegen, weil wir ja in Thüringen jetzt auch Kommunalwahlen ab 16 haben und insofern sollte man dann auch eher mit der politischen Bildung in der Schule beginnen. Georg, ihr wart in den vergangenen Jahren in der Verantwortung, was die Bildungspolitik angeht, habt ihr da etwas verschlafen, einen Handlungsbedarf verschlafen oder warum hat politische Bildung keine stärkere Bedeutung aktuell in den Stundenplänen? Erst ab der 9. Klasse. Insgesamt hat es ja eine stärkere Bedeutung bekommen. Also zum Beispiel wurde ja das Wahlrecht mit 16 auf kommunaler Ebene eingeführt. Wir wären sogar gerne noch weitergegangen, hätten es auch gerne auf Landesebene eingeführt. Da gab es Parteien, die das blockiert haben. Zu mir kann ich sagen, als ich damals zur Schule gegangen bin, hatte ich Sozialkundeunterricht tatsächlich nur in der 10. Klasse. Also ich sehe das ähnlich wie Stefan. Ich würde das auch gerne erweitert sehen. Ansonsten lässt sich sagen, zum Beispiel das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft wurde in dieser Legislatur eingeführt. Die machen ja auch viel in die Richtung politische Arbeit. Und ich denke, da passiert schon einiges. Okay. Es wurde auch, glaube ich, eben schon mal angesprochen, Inklusion als wichtiges Thema. Die Befürworter der Inklusion, die langfristig eine Verschmelzung oder dafür sorgen wollen, dass halt behinderte und nicht behinderte Schüler zusammenlernen. Stefan, hat die Förderschule als ausschließlich auf behinderte Menschen ausgerichtete Schulform noch eine Zukunft? Klares Ja. Wir wollen, dass Förderschulen erhalten bleiben. Das bedeutet aber nicht, dass wir gegen Inklusion sind. Dort, wo Inklusion möglich ist, sollen selbstverständlich Schüler, die das wollen und können, auch integriert werden in die anderen allgemeinbildenden Schulen. Aber klar ist auch, dass es immer Kinder geben wird, die einen besonderen Schutzraum brauchen, die besondere Förderung brauchen. Und deswegen ist es wichtig, dass Förderschulen auch erhalten bleiben. Und das ist uns auch ein ganz, ganz besonderes Anliegen. Georg, wie seht ihr das? Also würde ich gegensprechen. Also wir gehen ja tatsächlich schon den Weg, dass wir versuchen, Leute, egal wie sie gestaltet sind, in den normalen Schulalltag zu integrieren.
Das geht natürlich nicht immer ganz leicht, aber ich glaube, was da einfach ein wichtiger Punkt ist, dass man einerseits die Lehrer darauf vorbereiten muss, dass man extra Personal bereitstellt, was auch gemacht wurde. Und ich glaube, dann ist es eine runde Sache, weil es ja letztendlich darum geht, allen Menschen irgendwie gleiche Chancen und Möglichkeiten einzuräumen und das halt nicht daran festzumachen, wo jemand irgendwie herkommt, ob jemand vielleicht benachteiligt, beeinträchtigt oder wie auch immer ist. Also es geht selbstverständlich darum, dass alle gleiche Chancen haben und dort, wo es geht und wo man das auch will, soll diese Inklusion auch ermöglicht werden. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber wir haben eben auch Kinder und auch Eltern, die das überhaupt nicht wollen, wo auch Eltern dann die Sorge haben, dass ihre Kinder nicht ordentlich unterrichtet und behandelt werden. Und da finde ich schon wichtig, dass es, wie gesagt, einen besonderen Schutzraum gibt. Und das kann die Förderschule schon leisten. Es geht nicht darum, irgendwie dagegen zu sein, dass Schüler in allgemeinbildenden Schulen kommen, sondern es geht darum, dass man schauen muss, was ist für jeden die richtige Schule. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass es auch die Förderschule weiterhin gibt. Also unterm Strich seid ihr dafür, den Status quo weiterzubehalten, vielleicht auch zu fördern oder schon für eine Ausweitung der Inklusion? Na, der Status quo ist ja, dass Rot-Rot-Grün dafür sorgt, dass die Förderschulen immer weiter geschwächt werden. Und wir wollen, dass Inklusion möglich ist, wenn sie gewollt ist, aber dass gleichzeitig auch Förderschulen erhalten bleiben, wenn Eltern sagen, wir wollen das für unser Kind ausdrücklich nicht. Okay. Ein weiteres Thema, was, glaube ich, viele auch ziemlich stark mitnimmt, sage ich mal, das Thema Vergleichbarkeit des Abiturs bundesweit. Bildung ist Ländersache, ich hatte es ja schon eingangs erwähnt. Das führt allerdings auch dazu, dass es 16 unterschiedliche Abiturordnungen in Deutschland gibt und da die Vergleichbarkeit und die Chancengleichheit dann auch, wenn es gerade um Studienplätze geht, mit der Abi-Note nicht immer wirklich gegeben ist. Es gibt nun schon seit einiger Zeit einen gemeinsamen Aufgabenpool für Abituraufgaben. Reicht das, Georg, oder wärst du für ein Zentralabitur zum Beispiel, was ja auch eine Forderung ist, die man häufig hört? Muss ich ehrlich sagen, ist nicht direkt mein Thema, aber ich hätte theoretisch keine Einwände zu sagen, ein Zentralabitur, weil, also ich glaube, man sieht es, beziehungsweise wenn man die Nachrichten verfolgt, dass es viele Beschwerden irgendwie darüber gibt, wie das momentan gestaltet ist, dass es in den einen Ländern zu leicht, in den anderen zu schwer ist und ich sehe da keine Probleme. Stefan? Also Bildung sollte schon vergleichbar sein, insbesondere auch das Abitur und Abschlüsse allgemein. Kann nicht sein, dass, was weiß ich, Unis in Bayern sagen, erkennen wir nicht an, wenn jemand in Thüringen oder in Schleswig-Holstein ein Abitur gemacht hat. Und deswegen wären wir dafür, dass man sagt, okay, wir schaffen in Deutschland Abitur. Das heißt, es gibt überall in Deutschland gleiche Aufgaben und Anforderungen, damit es am Ende auch vergleichbar ist. Aber der Weg dahin, der soll natürlich auch von den Schulen selbst gestaltet werden können. Aber in Deutschland Abitur wäre eine gute Sache. Das heißt, nochmal der Unterschied zum Zentralabitur wäre welcher? Ja, im Moment haben wir ja nur innerhalb von Thüringen ein Zentralabitur und wir wollen, dass sozusagen es ein deutsches Zentralabitur gibt und der Begriff wäre jetzt einfach Deutschlandabitur. Kann man auch anders nennen, aber insofern geht es da um die Vergleichbarkeit. Eine weitere Sache, die auch schon im Eingangsstatement angesprochen wurde, ist die wohnortnahe Beschulung. Georg, du hast es angesprochen. Was sind da eure Vorstellungen? Ich habe es ja vorhin auch schon genannt. Also die Zielstellung ist natürlich irgendwie auch kleine Schulen zu erhalten, auch im ländlichen Raum. Wo wir denken, das mit dem Kooperationsgebot, das ein Stück weit einfach gewährleistet wird, nämlich dadurch, dass dort, wo Lehrer tatsächlich fehlen, dass dort Lehrerkapazitäten von anderen Schulen übertragen werden. Und soweit ich weiß, hat die Landesregierung die Garantie dafür abgegeben, dass keine Schulen zumindest von Landesebene aus geschlossen werden sollen. Was da die Landrätinnen teilweise untereinander machen, ist dann nochmal ein bisschen eine andere Geschichte. Aber zumindest, dass wir das probieren. Stefan, soweit ich weiß, gab es da trotzdem von der CDU immer etwas Kritik an der an dieser Bildungspolitik. Also Rot-Rot-Grün wollte ja Mindestschülerzahlen einführen. Die hätten dazu geführt, dass kleine Schulen auf dem Lande hätten geschlossen werden müssen, weil sie die Zahlen nicht erreichen. Da haben ja auch Elternverbände heftig interveniert, Schülervertreter haben interveniert. Das ist jetzt erstmal aus dem Gesetz rausgeflogen. Das zeigt, Protest hat Wirkung gezeigt und insofern ist das ganz gut. Und wir werden weiter auch dafür kämpfen, dass kleine Schulen erhalten bleiben.
Okay. Dann haben wir jetzt noch etwas Zeit für Georg. Ja. Ich würde dir einfach mal noch etwas Zeit geben, ein Thema anzusprechen, was dir noch wichtig ist. Und Stefan hat dann noch kurz die Möglichkeit dazu. Na gut, das tendiert schon wieder so ein bisschen in den Bereich Hochschule. Aber zum Beispiel, dass ihr die Zivilklausel streichen wollt. Das kann ich zum Beispiel nicht verstehen. Ganz kurz, was ist die Zivilklausel? Genau, da geht es einfach darum, dass man sagt, dass Forschung nicht zu militärischen Zwecken an den Hochschulen stattfinden soll. Mhm. Da ist es jetzt momentan eine freiwillige Selbstverpflichtung. Wir würden sogar gerne noch weitergehen, dass es nicht nur auf Freiwilligkeit beruht, sondern tatsächlich einfach festgeschrieben ist. Und die CDU würde es gerne komplett streichen. Schwieriges kurzes Thema für eine kurze Antwort. Der Punkt ist, wie weit geht das immer? Also wenn es darum geht, beispielsweise in der optischen Industrie werden Linsen hergestellt, dann können die natürlich für Waffensysteme eingesetzt werden, sie können aber auch für andere Sachen eingesetzt werden. Wenn ich dann aber dem Hersteller der optischen Linsen verbiete, er darf nicht mehr optische Linsen herstellen, beziehungsweise die Uni darf nicht mehr dazu forschen, dann wird das schwierig. Also sicherlich wollen wir auch nicht, dass wir in Größenordnung Rüstungsindustrie unterstützen, aber das ist meistens nicht so einfach abzugrenzen. Deswegen ist die Antwort Zivilklausel leider etwas forschungsfeindlich und verkürzt. Okay, damit haben wir erstmal geschafft, aber wir haben noch die Statements der anderen Parteien zum Thema Bildung. Egal ob arm oder reich, alle Kinder sollen die gleichen Chancen haben. Wir setzen uns deshalb für Ganztags- und Gemeinschaftsschulen ein, in denen Kinder länger gemeinsam lernen können und Inklusion ganz selbstverständlich gelebt wird. Wir wollen, dass SchülerInnen mehr mitbestimmen können, dass demokratische und politische Bildung mehr Raum erhalten und Schulen sich zu Orten der Vielfalt entwickeln, an denen Rassismus keinen Platz hat und geschlechter- und vielfaltssensible Bildung ganz selbstverständlich Teil des Lehrplans ist. Im Thüringer Landtag möchte ich für mehr Bildungsgerechtigkeit streiten. Was bedeutet das konkret? Ich möchte dafür sorgen, dass unsere Schulbauten nicht verfallen, sondern modernisiert werden. Ich möchte aber auch, dass die Lehrerinnen und Lehrer gut bezahlt werden, entfristet werden und gute Arbeitsbedingungen vorfinden. Denn dann ist Bildungsgerechtigkeit möglich. Gleichzeitig sage ich auch, wir müssen an unseren Schulformen arbeiten. Die Gemeinschaftsschule ist immer noch nicht flächendeckend in Thüringen vorhanden. Daran müssen wir in den nächsten 5 Jahren deutlich arbeiten. Eines meiner wichtigsten Themen ist das Thema Bildungspolitik. Wir müssen hier schaffen, dass wir die Unterrichtsqualität sichern können und dass Schule auf ein selbstbestimmtes und zukunftsorientiertes Leben vorbereitet. Wir schlagen dazu dar, personelle, finanzielle und pädagogische Freiheit für Schulen zu erhöhen und schlagen eine Digitalisierungsstrategie für die Schulen vor. Dem Lehrermangel muss durch eine flexible Einstellungspolitik und mehr Wertschätzung der Kampf angesagt werden. Wir möchten dafür einstehen, dass Inklusion an allen Schulen funktioniert, jedoch nach einem festgelegten Kriterienkatalog. Wichtig ist jetzt, dass ihr euch selbst eine Meinung bildet und am 27. Oktober bei der Landtagswahl für die Partei stimmt, die euch am meisten überzeugt hat. Verpasst doch nicht die weiteren Duellvideos zu den ganz anderen Themen, die unsere Generation bei dieser Wahl bewegen. Bis dahin, ciao.